Tausend für den Imperator. Der YouTube-Kanal in Kooperation mit Kraken Wargames und Games Island. Das Filianeum wurde im 32. Millennium von einem Exploratorkorps des Adeptus Mechanicus für die Menschheit entdeckt. Dies erkannte früh, dass das System künstlichen Ursprungs war, da drei Planeten in perfektem Gleichklang um die Sonne jener Welt kreisten. Eine nähere Untersuchung ergab schließlich, dass alle drei Welten fertig vorbereitete Siedlungen der Eldari aufwiesen. Allerdings gab es von den Erbauern jener Siedlungen keine Spur. Auch genaue Scans und intensive Erforschung brachten die Exploratoren zu keiner anderen Erkenntnis. Aus welchem Grund auch immer, die Eldari hatten Filianeum verlassen und ihre scheinbar noch nicht einmal bezogenen Städte dem Verfall preisgegeben. Dies führte schließlich zu zwei Dingen. Zum einen nahm das Mechanicus die Welten in Besitz und begann mit der Forschung. Und zum anderen, dass der Tech Priest Dominus, der Exploratorflotte vorstand, die drei Welten an jeweils eine seiner künstlich erschaffenen Töchter gab und sie nach diesen benannte. Espa Filia Primus, Claudia Filia Secundus und Gesina Filia Tertia. Jene Geste war es auch, die dem Filianeum-System seinen Namen gab. Alle drei Welten verfügten über ein friedliches, ausgeprägtes Ökosystem, welches Leben nicht nur möglich machte, sondern förderte. Reichhaltige Adern nutzbarer Erze durchzogen die Berge und das Filianeum erwies sich auf den zweiten Blick als noch größerer Schatz als auf den ersten. Die drei Töchter des Tech Priests wurden als Herren der Drillingswelten zurückgelassen und einigten sich auf die Regierungsform des Triumvirates. Sie errichteten eine systemweite Nosphäre, und als Alter und Verfall sie zu töten drohte, verbanden sich die drei Schwestern endgültig mit jener und wurden als das Trifidierat bekannt, welches das System regierte. Hin und wieder wurde das Filianeum in seiner langen und teils gewaltvollen Geschichte von äußeren Mächten bedroht. Aber die guten Verbindungen zu Neidhäusern und die Legion der Skitarii hielten die drei Paradieswelten, die über enormen Reichtum verfügten, stets sicher. Die Galaxis ist in zwei Teile gespalten. Das Terra-zugewandte Imperium Sanctus und das Terra-abgewandte Imperium Nihilus. In jenem von Terra abgeschnittenen Teil der Galaxis brach die Macht des Chaos in aller Härte hervor. Und tausende imperialer Welten wurden ohne die Unterstützung der treuen Verteidiger der Menschheit zu Sklaven der dunklen Götter oder schlicht ausgelöscht. Jenes Schicksal hätte sich auch auf den Drillingswelten des Filianeum-Systems zugetragen, wäre dort nicht ein eigentümliches Wunder geschehen. Mit dem Zerreißen der Galaxis offenbarte sich dort eine Frau, die das Antlitz eines Engels hatte. Sie, die man nur Constanza Aurelia, Filia Imperatore, Tochter des Imperators nannte, stellte die Drillingswelten unter ihren persönlichen Schutz. Sie vereinte die verstreuten Reste imperialer Armee und Neidhäuser unter sich und sicherte sich die Treue mehrerer Space Marine Kompanien. Und all dies gelang, da sie von sich sagte, dass sie eine wahre, eine leibhafte Tochter des Imperators sei. Und obgleich niemand jene Behauptung zu Beginn an glauben wollte, leistete jeder Kommissar, jeder Captain der Astartes-Kompanien und jeder Graf der Neidhäuser ihr nach einem persönlichen Treffen den Treueschwur. Legenden sprachen von einem psionischen Leuchtfeuer, welches im Licht ihrer Seele brannte und das Chaos daran hinderte, jene drei Welten und das Filianeum-System zu verschlingen. Bald schon zerschlug Aurelia die alte Ordnungsstruktur und erklärte, dass sie niemals Interesse daran haben werde, zu einer Imperatorin aufzusteigen und sie bereit wäre, die Macht der Regierung über Filianeum in die Hände des Volkes zu legen. Und inmitten des Chaos nach dem Zerreißen der Galaxis fanden auf den Drillingswelten Wahlen statt. Jeder Mann und jede Frau, die einen Beitrag zu Filianeums Wohlstand und Sicherheit leisteten, gaben eine Stimme ab. Vom einfachen Arbeiter im Manufaktorum bis zum Sergeant eines Astartes-Kampftrupps.
Natürlich wurde Aurelia mit überwältigender Mehrheit gewählt und sie schien ihre Ankündigung wahrzumachen. Sie löste die brutale Justiz des Arbites auf, entließ die Schreiber des Administratum und ersetzte die Gewaltherrschaft alter imperialer Strukturen mit zivilem Personal aus den Drillingswelten. Jenen, die sich gegen sie stellten, bot sie einen Generalablass an. Doch wer dann an der alten Ordnung festhielt, wurde ohne viel Aufhebens als Feind des Filaneum-Systems hingerichtet. Die Bedrohungen für Filaneum waren dennoch gewaltig. Umherziehende Renegatenbanden von heretischen Astartes, desertierte imperiale Flotten, nunmehr zu Piraten geworden, und sogar Angriffe durch die Drukhari Comarex drohten, das junge Sternreich zu vernichten. Doch Aurelia hatte sich die Loyalität etlicher Männer und Frauen gesichert, die einst dem Imperium und nun ihr dienten. So waren zwar teils herbe Verluste zu verzeichnen, doch Filaneum konnte verteidigt werden. Eine neue Ordnung entstand, die sich langsam aber sicher ausbreitet. Andere Systeme hörten von der gütigen Herrscherin und ihr Mythos wuchs. In jener Situation traf die Kreuzzugsflotte Hammerschlag im galaktischen Norden ein. Geführt von dem Großinquisitor Norman Telemach Telentus, folgte sie den Gerüchten um ein neues, angeblich paradiesisches Reich. Es brauchte nicht lange, bis der erste imperiale Schlachtkreuzer, dem psionischen Leuchtfeuer folgend, im System eintraf. Aurelia empfing die Neuankömmlinge mit offenen Armen und zeigte stolz, was das Volk von Filaneum geleistet hatte. Der von der Flotte ausgesandte Kapitän des Schlachtkreuzers Heiliger Zorn fiel vor ihr auf die Knie und leistete wie alle anderen zuvor den Treueschwur und gelobte dem Großinquisitor die Situation nach seiner Rückkehr zu berichten. Als die Heiliger Zorn aber zurück zum Rest der Flotte kehrte, war Telemach entsetzt von dem vermeintlichen Verrat des sonst so treuen Kapitäns und exekutierte diesen. Der Großinquisitor befragte das imperiale Tarot und erklärte schließlich das gesamte System Excommunicate Traitoris. Er verbat jede Kontaktaufnahme mit den abtrünnigen Kräften und befahl den Angriff. Der Krieg um Filaneum entbrannte. Das Filaneum befindet sich im galaktischen Nordosten nahe der Ghoulsterne. Wie etliche andere Welten wurde das Filaneum durch die Cicatrix Maledictum vom Astronomikon abgeschnitten und Opfer zahlreicher Angriffe. Erst als Aurelia in die Öffentlichkeit trat, sich als Tochter des Imperators zu erkennen gab und das Trifilierat sie als Tochter des Omnissiah bestätigte, flauten die Warpstürme ab und die Sicherheit des Systems konnte Schritt für Schritt erneut hergestellt werden.